Schönen Dank für die nette Begrüßung, Kollege Kager. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Silvia Hagen, lieber Wilfried Kager. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr gute Kunstwerke über Jahre hinweg ihre intensive Ausstrahlungskraft bewahren, auch wenn man sie schon oft betrachtet oder sogar mit Worten näher beschrieben hat. Die Skulpturen und Zeichnungen des Bildhauers Werner Stötzer, 1931 im thüringischen Sonneberg geboren und 2010 in Atlantzu verstorben, gehören für mich in ihrer spannungsgeladenen Bedrängnis zu den Formungen eines gestalteten Gegenübers, die mich wie von selbst in einen imaginativen Bandkreis einbinden, den ich dann stets erneut zu durchdringen suche. So bedeutet selbst diese kleine Auswahl von Werken aus dem Nachlass, betreut von der Bildhauerin und Lebensgefährtin Silvia Hagen, den schon vertrauten Anstoß, den Strukturen dieser ganz eigenen Wirkung etwas auf die Spur kommen zu wollen, was ja auch zu den interessanten Aufgaben eines Kunsthistorikers gehört. Dabei bleibt sich der Interpret immer bewusst, dass es sich bei seinen Ergründungen letztlich nur um Näherungen oder Verständigungshilfen handeln kann, denn das Geheimnis der Kunst lässt sich ebenso wenig klären wie das Geheimnis des Lebens. Aber beide haben wohl miteinander zu tun. Ich hatte das große Glück, schon seit Anfang der 1970er Jahre als junger wissenschaftlicher Mitarbeiter der Nationalgalerie Ost durch unseren Direktor Willi Geismayer auf die entsprechenden Pfade gelenkt, den Werken Werner Stötzers begegnen zu können und 1977 sogar seine erste große Retrospektive im Alten Museum verantwortlich betreuen zu dürfen. Es war eine außerordentlich lehrreich erfüllte Zeit der Beschäftigung mit einem Künstler, der von einer spürbar ausdrucksstarken künstlerischen Erlebniskraft durchdrungen war und damals wie ein neuer Hoffnungsträger von der progressiven Kunstszene im Osten Deutschlands erlebt wurde. Ich habe in meinen locker geführten Tagebuchblättern einen Eintrag Tagung vom Freitag, den 6. Mai 1977 gefunden, die Erinnerungen an gute Momente müssen sein, 5 Tage vor der Eröffnung im großen Ausstellungsraum des unteren Geschosses im Alten Museum gegen 18 Uhr notiert wurde und welche viele Kuratorenkollegen oder scheidende Galeristen wohl an ähnliche Situationen denken lässt. Ich schrieb damals: Bei herrlicher Nachmittagssonne, Blick auf den Saal mit Stötzers Plastiken, auf denen die Sonne ruht und ihnen Leben einhaucht. Allein, Ruhe, Besinnung. Die große Sitzende auf der Marmorsäule prägt den Raum, Arbeitszustand noch, aber die Grundstruktur ist da, zeichnet sich ab. Das Magdeburger Relief ist montiert, die Stellwände sind vorgestrichen, die davorstehenden Marmorreliefs haben herrliches Licht. Die Fenster sind offen, irgendwo im Haus sind noch Leute tätig, draußen kommt von irgendwoher Musik, Niemeyers Galionsfigur in Holz steht nahe bei. Ein schöner, gewichtiger Rhythmus, der sich durch die Arbeiten zieht. Auf dem Fensterbrett stehen noch einige kleinere Arbeiten, die schwarz gestrichenen Metallsockel stehen links aufgereiht, Feierabendatmosphäre mit etwas Arbeitsstimmung durchtränkt. Zitat Ende. Werner Stötzer befand sich damals auf einem ersten Höhepunkt seines Schaffens. Er hatte seine Studien in Weimar bei Hans van Breek und Siegfried Schirschke, in Dresden bei Eugen Hoffmann und Walter Arnold, sowie seine sehr fruchtbare Meisterschülerzeit bei Gustav Seitz an der Deutschen Akademie der Künste absolviert und arbeitete nun freischaffend in Berlin. Erste große Aufträge, wie die reliefstille Fragen eines lesenden Arbeiters nach dem Gedicht von Bertolt Brecht,
im Lichthof der Staatsbibliothek unter den Linden 1961 oder die Magdeburger Bronzetür von 1967 und eine ganze Reihe freier, expressiver Arbeiten offenbarten eine erfrischende, energiegeladene Unmittelbarkeit im Umgang mit der menschlichen Figur, die von ihm wieder als eine lebendige Metapher existenziellen Seins begriffen wurde. Erste Ankäufe durch die Nationalgalerie und andere Museen bedeuteten für ihn eine Bestätigung seines künstlerischen Weges. Und Werner Schötzer hatte den Stein für sich entdeckt, der fortan zu einem entscheidenden Ausdrucksträger seiner Intentionen werden sollte. Im Zuge dieser Hinwendung fand er nicht nur wichtige Wahlverwandte, wie den Bildhauer Gustav Heinrich Wolff, den Spanier Manolo oder die Österreicher Fritz von Truba und Alfred Rittischka, sondern er wirkte auch sehr anregend für eine ganze Reihe, vor allem jüngerer Bildhauer im Osten. Ich lobe den Stein, bekannte Stötzer 1973, er setzt Grenzen. Er ist uralt und seine Härte zwingt, sich normal zu benehmen. Der Stein führt auf das Wesentliche. Zitat Ende. Im Jahr 1981, Stötzer war inzwischen als Mitglied in die Akademie der Künste aufgenommen worden, begründete er in einem Gespräch mit Wolfgang Kohlhaas diese starke Bindung an den Stein mit den Worten, ich zitiere, um für mich eine Art Zäsur zu schaffen, habe ich mir den Stein geholt. Ich wollte ein Material, das andere Schwierigkeiten hat, dem man sich anders nähert. Du redest mit dem Zeug, der Stein scheißt, er riecht, das sind Gase, 100.000 Jahre alt, und dann freust du dich, da kommt der Stein und man trifft sich, aber nicht leichtfertig. Ich arbeite vorsätzlicher, strenger in der Form, zeichenhaft. Zitat Ende. Lassen Sie mich das Stichwort des Zeichenhaften aufgreifen und im Hinblick auf seine Arbeit etwas näher verdeutlichen. Werner Stötzer gelingt es, das Figurative aus einer naturnahen Gegebenheit ein Stück weit zu lösen und in eine Form der Entsprechung umzusetzen, was so viel bedeutet, wie den Körper in seinen typischen Merkmalen erkennbar zu belassen, ihm aber gleichzeitig Wertigkeiten zuzuordnen, die als eine Art Schwingungsfeld die Realität gewissermaßen aufbereiten, relativieren, in weiterreichende Bezüge einbinden. Schötzer verändert, überlenkt, staucht bald und rhythmisiert das Körpergebilde, um akzentuierend sinnlich evozierte Deutungen vorzunehmen, Impulse zu setzen und Kraftströme einfließen zu lassen. Körper und Raum verschranken sich miteinander zu komplexen Gestaltgefügen, die sowohl Verfremdung als auch Anziehung bewirken, auratisch verdichtet in einer sinnbildhaften, kubisch ausgerichteten Statuarik. Dabei behält Stötzer immer die organische Kompaktheit seiner Körper im Blick und strebt stets nach einer geschlossenen, plastischen Formation, sodass selbst seine Torsi einen ganzheitlichen Charakter zu bewahren scheinen, nur durch geradige Grenzsetzungen und strukturierte Oberflächenverläufe gegliedert. Das alles erinnert, und so ist es auch schon wiederholt formuliert worden, an eine Art Verlandschaftung des Körperlichen. Damit stellt der Bildhauer auch bewusst Bezüge zur Urkraft des Natürlichen her, in die das menschliche Leben eingebunden bleibt. Stötzer wird immer wieder von dieser Polarität des Seins inspiriert, was nicht nur in seinem Grundmotto der Katastrophen und der Dille zum Ausdruck kommt, sondern ihn ganz elementar in seiner unablässigen Kreativität beschäftigt hat. Damit steht der Bildhauer Werner Stötzer auch in einer Tradition der modernen Skulptur des vorigen Jahrhunderts, welche der äußerst verdienstvolle Kunsttheoretiker und Museumsmann Werner Hofmann nach der Wende gemeinsam mit Stötzer in der Sektion Bildende Kunst der Akademie der Künste schon 1958 in seinem Buch Die Plastik des 20. Jahrhunderts sehr einprägsam und klar unter der Überschrift Die Suche nach dem Gestaltzeichen
folgendermaßen charakterisierte. Ich zitiere. Der Begriff Gestaltzeichen meint, im weitesten Sinne verstanden, das entscheidend Neue in der Kunst des 20. Jahrhunderts, die rückhaltlose, an die Ursprünge zurückgehende Besinnung auf den Primat der Form. Er beschreibt ein Kunstwollen, das primär Formwollen ist. Form nicht als Wirklichkeitswiedergabe, Form als Gleichnis der Weltzustände, des Harten oder Ungewissen, des Unendlichen oder Brüchigen, des Heiteren oder Drohenden. Was diese Kunst in die zeichenhafte Form verdichten will, sind Gestaltqualitäten. Und sie weiß, dass sie damit an den objektiven Bestand der Welt rührt, dass jede Gestaltqualität eine Wesensaussage enthält. Zitat Ende. Werner Schlözer hat diesen künstlerischen Zeitgeist gleichsam intuitiv aufgenommen und mit aufmerksam wachem Gespür in eine eigene Formwelt verwandelt. Diese Reibung an der Wirklichkeit verschwisterte sich bei ihm mit einem Wissen um die Eigengesetzlichkeit der Kunst, was ihn mehr und mehr zu seinen kraftvollen Zeichenformationen geführt hat, die er sowohl von einer energetischen Dynamik als auch von einer subtilen Sensibilität geprägt werden. Gefährdung auf der einen Seite, Widerständigkeit auf der anderen, aus dieser Dualität heraus erwachsen seine aktiv bedrängten Figurationen, welche immer wieder ein hohes Maß an innerer und äußerer Bewegtheit in uns auslösen. Lassen Sie mich schließen mit Worten Werner Stötzers, die ihrerseits noch einmal nachdrücklich auf die Bedeutung des Formgehaltes verweisen und damit den gestalterischen Freiraum als Grundmoment schöpferischen Arbeitens eindringlich auf den Plan rufen. Ich zitiere, meine Aufgabe als Bildhauer kann nicht sein, eine Sache zu modellieren, in der der Schmerz abgebildet ist, sondern in der Figur, im Umriss, in der Dichte des Materials, in seinen Zwischenräumen muss der Schmerz da sein, in der Sprache der Bildhauerei. Doch diese Ausführungen dürfen nicht zu Ende gehen, ohne den Galeristen Wilfried Kager in seiner nunmehr letzten Ausstellung einen großen, großen Dank abzustatten. Seit 1994 hat er mit einer starken Frau im Rücken oder an der Seite so viel für die ostdeutsche Kunst, vor allem aber für die figürliche Skulptur in Ost und West getan und sich damit außerordentliche Verdienste erworben. Wilfried Kager hat von Anfang an, seit seiner Galerie in der Nähe des Wasserturms in Prenzlauer Berg über die Station am Gendarmenmarkt bis zu diesem geräumigen Domizil hier im Stielwerk Brücken gebaut, Künstler und Kunstinteressierte aus allen Richtungen zusammengeführt und vor allem der Kunst einen Auftrittsort gegeben, was in den vergangenen über 2,5 Jahrzehnten so eminent wichtig gewesen ist. Trotz seiner vorherigen Bindung an die Figur blieb er offen für alle Gestaltungsmöglichkeiten der Kunst, mit der er sich immer wieder neu auseinandersetzte. Ich verdanke ihm manches gutes, langes, intensives Gespräch, ein Glas Rotwein und wünsche ihm nun, sicherlich im Namen vieler Kunstfreunde, alles, alles Gute. Schönen Dank.